Florian Silbereisen, tschüss, Traumschiff-Kapitän, keine weitere Folgen geplant? Es wird gemunkelt, wie es mit dem ZDF-Traumschiff und der Rolle von Florian Silbereisen weitergeht. Seit 1981 gehört das ZDF-Traumschiff für uns zu Weihnachten und Neujahr wie Tannenbaum und Feuerwerk. Doch jetzt scheint das Kreuzfahrtschiff Amadea vom Kurs abgekommen zu sein. Und Kapitän Max Pager, also Florian Silbereisen, 42, steht das Wasser offensichtlich bis zum Hals. Wird unser geliebtes Traumschiff versenkt? Es gibt ein paar Hinweise, die das Schlimmste vermuten lassen. Nur noch wenige Drehs im Jahr 2024. Es sind keine weiteren Folgen geplant. Ist tatsächlich alles aus, Schluss und vorbei? Freizeitwoche hat sich auf Spurensuche begeben, auf Nachfrage beim Sender erklärte das ZDF, dass Florian Silbereisen gesichert bis Ende 2024 für die geplanten Dreharbeiten zur Verfügung stehen wird. Was danach passiert, das steht noch in den Sternen. Zu weiteren Vertragsdetails könne man keine Auskunft geben. Nanu, das klingt nicht gut. Schaut man bei der Firma casting.de, wo man sich als Kompass bewerben kann, sind nur noch zwei Reisen des Traumschiffs erwähnt, und zwar vom 9. bis 27. Juni und vom 27. Juni bis 15. Juli. Reiseziele der Amadea von Phoenix Reisen sind auf großer Fahrt nach Island, Spitzbergen und Norwegen und die große Ostseereise für Genießer. Zukunftsaussichten 2025? Sehr, sehr mau. Bis jetzt sind offensichtlich nach den Ostsee-Turns keine weiteren Termine für Drehs an Bord geplant. Auch wenn es jetzt so aussieht, als ob Florian sein Kapitänspatent abgeben müsste, für alle Traumschiff-Fans gibt es ein kleines Licht am Horizont. Vielleicht geht es mit einem neuen Kapitän, einem anderen Schiff und neuen Drehbuchautoren weiter.